die Sahara. Der Sahara-Staub macht das Wohnmobil schmutzig. Obwohl wir es erst gewaschen haben. Aber ihr seht, schon wieder dreckig. Jetzt hoffen wir, dass es regnet und gleich wieder richtig sauber ist. So, und somit sagen wir Hallo. Es geht nach Holland. Jawohl. Freu, freu. Freu, freu. Genau. Die Videos vom letzten Mal habt ihr ja jetzt schon gesehen, wo wir in Sturndorf gewesen sind. Und jetzt geht's nach Holland zu den Schwiegereltern und dann feiern wir am Geburtstag und nehmen euch teilweise mit. Jetzt machen wir erstmal Autobahnfahrt. Auto ist vollgetankt und wie gesagt, Sahara-Staub ist drauf, obwohl frisch geputzt, aber das hätten wir uns sparen können. Wir schauen mal, vielleicht wird es ja sauber durch den Regen, der unterwegs kommt. Wir lassen uns überraschen. Genau. Silvia hatte noch Frühdienst. Wir haben es jetzt 11.30 Uhr, ja, Frühdienst. Sie ist schon zu Hause, wir sind auch schon unterwegs. Hast zeitig Feierabend gehabt, ne? Ja, um 10 Uhr. Ja. Dafür hast du wann angefangen? 2.19 Uhr. 2.19 Uhr. Das heißt, ich fahre jetzt vielleicht noch 50 Kilometer und dann hört er nichts mehr von uns, weil ich fahre und die Silvia schläft. Filou fängt schon an zu schlafen. Genau. Und in diesem Sinne, wir machen jetzt mal weiter. Wir sehen uns später in Holland. Genau. Bis dann. Neben Schafen und einem Pony gibt es auch auf dem Campingplatz der Lindenhufe direkt daneben Alpakas. Die haben wir leider nicht gesehen, beziehungsweise waren zu weit weg zum Film. Aber ein schöner Campingplatz. The Mars Horse. Hier sind wir. Unter der Brücke geht's durch und direkt dahinter ist dann auch schon der Campingplatz. Noch ein kleines Stückchen Grünfläche dazwischen, deswegen der Campingplatz ist schön. Aber nicht unbedingt ruhig, weil man hört so ein kleines bisschen die Autobahn. Ja, und da bin ganz alleine. Die Silvia ist heute Morgen schon vorgegangen und ich bin jetzt auch auf dem Fußmarsch. Zu den Eltern hat man ein kleines bisschen was am Wohnmobil gemacht. Alles gut. Und ja, jetzt geht es langsam zu den Schwiegereltern. Wir genießen das schöne Wetter. Und dann mal schauen, heute kommt ja noch eine Überraschung. Opa weiß nicht Bescheid, aber wir wissen Bescheid. Ja, direkt am Eingang von Nistelrode. Der Bock ist leider nicht da, der ist in der Hütte. Weiter hinten. Da hinten ist die Hütte und da ist der Bock drin. Ja, und am Nachmittag haben wir dann den Geburtstag vom Schwiegervater bzw. Vater von der Silvia nachgefeiert. Und die Überraschung sitzt direkt neben dem Schwiegervater. Das Enkelkind ist überraschend vorbeigekommen. Unser Abend. Wir sind jetzt wieder hier. Unser? Ja, unser Abend. Ja. Die Silvia, die bastelt. Und ich gucke Let's Dance. Ja, so ist das. Silvia macht es gut. Hast du auch was zu sagen? Nee. Nee. Ich bin konzentriert. Oh, Silvia malt rotes Ferkel aus. Und für wem? Für Saskia. Die macht nämlich ihr Abi.
Und dann machen wir jetzt ein Plakat. Machen wir ein Plakat. Ja, ja, genau. Mhm. Was denn? Wir machen das. Ich gebe dann den Kleber und dann kannst du das hier alles schön festkleben. Den suche ich dann raus aus dem Werkzeugkoffer. Ja. Macht sie gut. Ein Schweinchen mit roten Wangen. Guck's mal. Schön. So, und da wollen wir die arbeitende Bevölkerung nicht weiter von der Arbeit abhalten. Deswegen, ich gucke jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Und Silvia bastelt weiter. Genau. Das Wochenende ist zu Ende. Ja, war sehr schön. Man kann sogar einkaufen ohne Maske. Wir sind echt im Supermarkt ohne Maske. Einkaufskorb ist voll. Und Silvia ohne Maske. Selbst der Sprit war in Holland günstiger. Wie in Deutschland. Sonst immer haben wir 10 Cent mehr in Holland bezahlt für den Diesel. Dieses Mal waren es 10 Cent weniger. Pro Liter. Das heißt, irgendwas scheint da schon faul zu sein, weil in Holland, die haben noch keinen Rabatt bekommen. Die kriegen am 1. April nochmal 15 Cent und dann wird es nochmal günstiger. Ja, und bei uns ist es schön teuer. Naja, gut. Wir können es nicht ändern. Wir müssen trotzdem weiter tanken, weil wir wollen ja auch wegfahren. Aber wir sind jetzt erstmal wiedergekommen, gehen jetzt 2 Tage früh arbeiten. Das heißt, morgens Dienstag und am Mittwoch und dann geht's wieder los. Genau. Bis Samstag. Bis Samstag. Nach dem Frühdienst, vor dem Nachtdienst. Wieder 3 Nächte, irgendwo hin. Mal schauen, wo es uns hintreibt. Genau. Ja, und jetzt haben wir erstmal alles ausgepackt, was hier bleiben muss, die ganzen Einkäufe. Siehst du, jetzt habe ich gar kein Foto mehr gemacht von dem vollen Kühlschrank. Nee. Weil ich hatte einen leeren Kühlschrank fotografiert und dann war er voll. So sieht der Kühlschrank aus, bevor wir in Holland einkaufen gehen. Wir haben nämlich nichts mitgebracht. Und hier noch das Gefrierfach. Auch leer. Weil wir haben alles eingekauft, was es in Holland gibt. Albert Heijn ist jetzt leer. Der Jumbo ist leer. So ungefähr. Ja. Ja. Nee, das machen wir immer, wenn wir in Holland sind. Käse holen und Fla und... Ach, alles Mögliche. Das war's dann erstmal. Wir gehen jetzt, wie gesagt, 2 Tage arbeiten. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Oder 2 Tage. Donnerstag. Oder spätestens Donnerstag. Gut, also bis dann. Bleibt gesund. Und... bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Also Hund müsste man sein. Unglaublich, wie der da hängt. Schön die Sonne genießen. Schön faul sein. Schön bei Frauschen auf dem Arm.